beim ersten FC Köln. Die Frage, wie hat die Mannschaft das verdaut? Vor allem auch Ralf Zumdick. Auf der anderen Seite, da haben wir Alexander Ristić. Er ist wohl der erfahrenste, der ausgefuchsteste Trainer momentan im deutschen Profifußball. Der ist wirklich mit allen Tricks und allen Wassern gewaschen. Und er wollte den Trend der vergangenen Wochen fortsetzen. Er wollte mit seiner Mannschaft endgültig raus aus dem Tabellenkeller. Alles Weitere zu diesem Spiel jetzt von Christian Zent. Ja, da war ja auch noch das Hinspiel, ebenfalls 0:3 verloren. Und damals, am 17. September des letzten Jahres, schworen die VfL-Spieler noch in der Kabine Wiedergutmachung. Heute ist also Stichtag und Bochum ging in die Partie mit einigen Umstellungen. Thomas Ernst, Debüt 2000 für Gustl, wie sie ihn hier nennen. Er wurde verdrängt von Rein van Doornhoven, den aber heute ein Hexenschuss unbeweglich machte. Der VfL ganz in Weiß, ohne den verletzten Dickhaut, Reis angeschlagen, genauso wie Bastürk, dafür mit Ristau, Lust und Baluschinski. Bemben holt sich den Ball, da ist Baluschinski, Weber, nochmal Baluschinski und Darren Buckley völlig frei. Ja, ja, jawohl, raus mit dem Frust beim 23-jährigen Südafrikaner. Der hat ja in Köln schon zwei ganz dicke Dinger auf dem Fuß. Er kann fast alles, nur der Abschluss, der lässt hin und wieder zu wünschen übrig. Riesenchance von Buckley in der 5. Minute. Alexander Ristić vertraute derselben Formation der letzten Spiele. Mit anderen Worten, Jörg Lipinski hatte seine Rippenprellung auskuriert. Da ist Lipinski am Ball. Sein Vertrag läuft ja aus wie der von Qualo, Adler und Luginger. Wieder Lipinski. Angelo Fier mit einem ersten Versuch auf der Gegenseite. Aber die erste Viertelstunde ganz im Zeichen des VfL. Sie wollten den Rot-Weißen ihr Offensivspiel aufzwingen. Und es gelang ihnen auch in der Anfangsphase ganz gut, weil Mini-Ronaldo, wie Klaus Töpmerle ihn eins nannte, ordentlich Tempo machte. Buckley! Diesmal aus der Distanz, aber Oliver Adler ist nicht umsonst der beste Keeper der zweiten Bundesliga. Viel Platz für Darren Buckley, aber auch freie Sicht für Oliver Adler, der hier ganz toll hält. Danach verpuffte die Bochumer Drangperiode und das hatte einen guten Grund. Oberhausen, wieder erwarten, versteckte sich nicht. Die haben 11 Punkte aus 5 Spielen geholt und sowas gibt Selbstvertrauen. Obert! Oh, und erste Unsicherheit bei Thomas Ernst. Kurz durchatmen und weiter ging's. Einwurf Lipinski. Nochmal Lipinski. Dann kommt Pröpper an den Ball. Ristau hatte aufgepasst und zur Ecke geklärt. Pech für Pröpper, aber Hut ab vor den Gästen, die nach einer halben Stunde sich so langsam spielerisches Übergewicht erarbeiteten. Thomas Ernst wartet auf den Eckball, getreten von Fabrizio Haier. Und wieder wirkt die Bochumer Hintermannschaft ungeordnet. Peschel per Kopf auf der Linie. Der Ersatzkapitän für Mirko Dickhaut war überall zu finden. Alex Ristić tippte vor der Partie auf 1:1. Wir müssen die 3 Punkte in Bochum halten, konterte Ralf Zumdick. Aber wir erinnern uns, keiner der 4 Siege nach der Winterpause war souverän. Und auch heute taten sie sich schwer. Vielleicht jetzt. Baluschinski war nicht im Abseits der Pole. Lässt Luginger stehen. Aber nicht mit dem Oberhausener Keeper. Baluschinski wollte sich heute beweisen. Oliver Adler tat es. 0:0 zur Pause. Ausgeglichenes Spiel bisher mit den besten Chancen auf Bochumer Seite. Gleich geht's weiter mit der zweiten Halbzeit.